So. Wo führt denn diese Leitung hin? War ja noch irgendwo so ein Gletscher? Aha, nee, von da sind wir gekommen. Nö. Tja, dann müssen wir weiter nach oben wieder. Gut. Wir müssen ja auch noch ein paar Rollen finden, ja, noch ein paar Schriftrollen. Überlebt die Wurfgeschützprobe. Der Einsiedler findet den Weg durch den Irrgarten. Grüßt unseren kleinen Freund. Das haben wir wohl gemacht. Erreicht den Feueraltar. Okay. Gut. Haben wir noch ein bisschen was zu erledigen. Also hier war der Verrückte. Hier kommen wir noch nicht lang, weil kalt, ne? Das ist einfach mal zu kalt noch. Noch? Oh. Hier geht's ja. Aha. Interessant. Geht's hier noch weiter? Hä? Ist ja irre. Ah, hier ist es noch zu kalt. Also hier sterben wir instant. Da brauchen wir vermutlich den Stein. Dann kommen wir nachher weiter. Gut. Also erstmal nach oben. Weiter geht's, Leute. Im Text, ja. Aha, da sind wieder ein Karnickel. Gut, jetzt müssen wir ganz nach oben, richtig? Ja, hier waren wir ja schon. Genau, da waren bloß die Wasserleitungen, die man verstellen konnte. Bleibt dann Baum schon wieder. Ach, der hängt wieder an der Treppe. Oh, Gegner. Ja. Ich hab's doch geahnt, dass da wieder was Fettes ist. So. Oh ne. Kam irgendwas geflogen. Sehr gut. Alle haben überlebt. So muss es sein. Okay. Hier ist bestimmt wieder irgendwas. Ah, hier ist noch ein Gletscher. Aha. Ach Gott, ne. Dann kommt das nächste Rätsel. Das ist hoffentlich wirklich mal ein Rätsel. Also das eine war irgendwie sinnlos. Ach Gott, ne, die müssen wir erstmal reparieren, oder wie, oder was? Ach ne, ne Quatsch. Geht ja da oben direkt lang. Oh, das sieht nach Gefahr aus. Hier ist ein Totenkopf dargestellt. Ja, oh, hier ist so ein schöner Wolf. Ne, du machst ihn mal schwächer. Yes! Der war stark. Aha. Was sind das für ein nettes Rätsel? Vielleicht ein Endgegner oder so, der da auf uns lauert. Aha, hier ist wieder so eine Stätte. Und hier geht's auch noch weiter. Oh, das Gebiet ist mal größer. Cool. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ah, da sind doch schon ein paar Gegner, die ich sehe. Aber ich glaube, hier kann man noch nicht rüber, ne? Nee. Dazu müssen wir auch die Wasserleitung. Aha, cool, so eine Art Physikrätsel. Wenn man so will. Na? Tja, gehen wir erstmal hier lang, ne? Oder? Ja. Irgendwo müssen wir. Quatsch. Blödsinn. Ich muss ja hier lang. Ich muss ja erstmal die Wasserleitung aktivieren. Okay. Oh, die locken wir wieder an. Ich hoffe mal, das sind nicht ganz so viele. Doch. Das sind sehr viele. Ah, weg hier. Oh nee, fuck. Bram, ausgerechnet Bram stirbt. Okay. Ich tue euch doch nichts. Konnten wir hier, den konnten wir durch den Angst eingehen. Doch. Oh ne, der ist auch tot. Nein, ich will nicht. Ich will nicht sterben. Fuck. Hä? Oh. Tja,
Zu spät. Bis gleich, Leute. So, getreu dem Motto, ein Gegner kommt selten allein. Ne? Also müssen wir diesmal ein bisschen mehr Acht geben hier. Auch wenn wir jetzt deutlich mehr austeilen, aber leider nur einen Bruchteil einstecken können von dem, was wir austeilen. So, okay. Ich kann mir die ja doch irgendwie einzeln anlocken. Jo. Schnell abhauen hier. Wir müssen erstmal den großen Kalt machen, weil dem können wir nicht mal Angst sein. Ja, haben wir wirklich. So, Bram macht mal das auf jeden Fall. Yes, so muss das laufen. So, und jetzt ein bisschen Angst. Zerschnitzelt. Jo, wir machen schon geil Schaden, yes. Aber wir müssen trotzdem überlegen, ne? Das Ganze überlegt angehen, taktisch fundiert. Sonst haben wir ja wirklich keine Überlebenschance. Es wird immer wieder deutlich, was natürlich cool ist, ne? Keine Frage. Das macht's herausfordernd, gerade auf Legendär. So. Eieiei. So eine Zerstörung, was ein furchtbares Ereignis hat hier stattgefunden. Wahrscheinlich eine dumme Idee. Oh, labert doch nicht so schnell. Und was werfen die da? Was soll das darstellen? Schnecken oder was? Die explodieren oder wie? Die lösen sich auf in einer gewissen Zeit. Fesselt uns. Oh, ganz schön. Gefährlich. Yes. Nein! So knapp. Bis gleich, Leute. Okay, da sind wir wieder. Hä? Das war nicht alle ausgewählt. Ja, also bei diesem Schaman müssen wir echt aufpassen. Oh, weg da. Sind wir augenblicklich gefesselt. Und ein Eisschrei hinterher. Nein. So, diesmal werde ich mal versuchen, den Schaman zuerst kalt zu machen.
Und zwar, du machst das. Und dann wird das schon irgendwie gehen, hoffe ich mal. Yes. Ja! Aber einer ist trotzdem draufgegangen von uns. Alrik, diesmal. Aber egal. Ja, Taktik aufgegangen. Tja, so kann man aus den Fehlern lernen, ne? Das ist eigentlich immer das oberste Gebot, ne? Schamanen oder irgendwelche unterstützenden Einheiten zuerst kalt zu. Ach, da ist ja noch was Schönes. Zuerst kalt zu machen. Oh Gott. So eine lange Leitung hier. Hä? Die läuft aber schon richtig eigentlich. Oh, hier müssen wir was verstellen. Kommt mal her, Jungs. Auch nur Eurig geht. Ja, jetzt schmilzt das hier ab. Und wir können dorthin. Nee, noch schmilzt gar nichts. Hallo? Doch, jetzt. Hat eine Weile gedauert, okay. Na also, da schmilzt das schon dahin, der Gletscher. Oh, hier scheint es auch kalt zu sein. Okay. Hier war nichts weiter, ne? Doch, hier war doch noch. Aha! Der Fahrstuhl. Sozusagen. Für die Brücke, damit wir überhaupt drüber kommen. Gott, egal. Gehen wir es mal weiter. Was war denn hier? Kommen wir hier auch hin? Nö. Ich glaube nicht. Weil hier ist auch eine Truhe. Ne, das sieht nur so aus, als könnten wir. Anhand der Karte wird ja deutlich, dass wir. Ach, hier ist noch eine Schriftrolle. Cool. Die Drakenproben des Rohalberges sollen die Schwachen aussortieren, denn nur die Starken dürfen sich fortpflanzen. Okay. Tja, Leute. Gehören wir zu den Starken oder zu den Schwachen? Ich glaube, das ist das. Was sagt man? Ich glaube, das ist. Das hier ist ein A. Ein A. Okay. Ja, werden wir sehen, was es ist. In Rätsel. Jetzt müssen wir auf jeden Fall unter Beweis stellen, dass wir nicht zu den Schwachen gehören, sondern zu den Starken. Und hier oben lang ist er. Obwohl, das hätten wir es gleich umstellen können, ne? Ich denke mal nicht, dass der gleich wieder instant gefriert, der Gletscher. Wenn der einmal aufgetaut ist, ist er, glaube ich, für immer aufgetaut. Also können wir das hier gleich umstellen. So. Ne? Ja, ich gucke erst mal, ne? Ich verlasse mich hier nicht. Ah, mal hier. Ah, ja, okay. Ja. Funktioniert. Funktioniert. Sehr geil. Also ich muss sagen, dieser Ort hier gefällt mir wieder mit am besten. Vom ganzen Spiel. Also. Ist richtig cool gemacht. Mit den Wasserleitungen und so. Genial. Was sagt ihr dazu? Äußert euch dazu bitte in den Kommentaren. Denn dazu sind sie da. Wenn ihr mögt, selbstverständlich, ne? So. Oh, oh, hier ist alles dick voller Gegner mal wieder. Das heißt speichern. Ja, die Gletscher gefrieren nicht. Okay, und zwei Schildträger. Oh, da kommen sie schon direkt angestürmt. Aber der Vorteil ist, sie haben Angst. Genau wie ich. Haha. So, aber du machst mal Angst. Oh Gott. Jetzt gerät das hier außer Kontrolle. Eieiei. Die hacken mich hier gleich nieder. Da nieder. Mach ihn doch mal Angst hier. Nein, falsche Richtung. Ich muss fliehen. Und Angst machen.
Oh nein. Und das war's. Bis gleich, Leute. Oh, da sind wir wieder. Aha. Sehr cool. Okay. Müssen wir mal ein bisschen schneller angehen, das Ganze, glaube ich. Okay. Hektisch ist über. Nicht übertrieben, ja. Oh Gott. Heilen. Heilt euch bloß hoch, ey. Hat keinen Zweck hier. Eieiei. Donnerwetter. Kommt's auch ein bisschen auf das Timing an. Nee. Er heilt. Ja, sollte es heilen. Was soll immer die Animation unterbrechen, denn es ist auch vorbei mit dem Heilen. Können uns ganz schnell K.O. schlagen, das ist ja das Schlimme. Dieses K.O. schlagen, ne? Weil wir uns ja nicht mehr wehren können, sind wir erstmal paralysiert. Und ich kann Nickelhorn auch ab hier. Aber das schießt schon. Yes! Wow, aber sie haben schön was dabei hier. Jede Menge Schätze. Na, jetzt ist ja nur noch einer übrig hier. Gott sei Dank. Aber den. Ja, blockier dich ruhig. Okay, rennen wir mal davon. Folgt er uns? Nö. Sehr witzig. Na, dann gehen wir einfach weiter. Was soll's? Ja, auch der Schild konnte ihm nicht helfen. So. Schnell zu unserem Kameraden, um ihn wieder zu beleben. Das sieht auch aus wie so ein Gletscher, ja. Ein gefrorener Wasserfall. Cool gemacht. Sieht geil aus. Auf jeden Fall cool. Dank Parallax Mapping oder wie das heißt. Parallax. Oh, und die nächste Prüfung steht uns bevor. Die Drachen. Oh, nicht so schnell, Leute. Draken sind, oh Gott, wenn es dunkel gehen, dann tatsächlich höllische Kreaturen, wenn ihnen solche Proben einfallen. Ja, ich bin mal gespannt, ich speichere mal vorher. Okay, die eine Probe noch. Dann soll es das für heute erstmal gewesen sein, würde ich sagen. Aha, also da sind welche. Ich denke mal hier überall, ne? Was ist das? Ah, cool. Ach, damit müssen wir. Das ist ja geil. Diese Pucks müssen wir wegschießen, oder was? Nein, weg. Ich schätze mal, von denen dürfen wir nicht getroffen werden. Rahmen wieder in den Hintergrund und schießen. Yes. Ah, die müssen wir mal echt. Oh Gott, die halten mal was aus hier. Ist auch geil. Cool. Ah, ich hab's geahnt. Kannst du die wiederbeleben? Ja. Können wir. Okay, heilen, großer. Und den anderen auch wiederbeleben, ja. Puh, ein Glück. Ah, so ist das doch mal eine sinnvolle Arbeitsteilung. Hä? Was fällt da wieder um?
explodiert hier immer ganz nett.